dass ich es nicht, was wir getan haben. Hallo, Eddie. Ich brauche mehr Zeit. Die Zeit ist um. Ich will meine Zähne riesen. Ich hab sie nicht. Das liegt an der Betrügerbande. Die bezahlen einfach nicht. Dann sollten Sie sie nicht in Ihrer Bar spielen lassen, oder? Im Ernst. Ich bin Polizistin. Ich muss das melden. Sie werden Ihre Lizenz verlieren. Aber das können Sie doch nicht tun. Mein Laden ist alles, was ich habe. Waren Sie schon mal im Gefängnis, Eddie? Was ist das? Ein Umschlag voller Falschgeld, das Sie durch Ihre Kasse geschleust haben. Oh, bitte! Also gut, verraten Sie mir ein paar Namen. Aber ich will den Big Boss. Ach, nein! Oh, nicht! Keine Chance, ich bin kein Verräter! Falsche Antwort, Eddie. Okay, 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 okay! Da gibt's diese Bande, die kommen öfter her. Sie betrügen im großen Stil. Namen. Mickey Briggs. Ausgezeichnet. Danke. Sie hatten doch nicht vor, irgendwo hinzugehen, oder? Nein, solche Gedanken habe ich niemals. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie paranoid sind? Ja. Und Ihre Handys hätte ich auch gern. Nö. Für den Fall, dass Sie in Versuchung kommen, hinter meinem Rücken etwas einzufädeln. Würde ich Ihnen gern geben, aber meine Großmutter wollte heute anrufen. Sie liegt ganz allein und... Ja, falls meine Oma anruft, dann sagen Sie ihr, ich besuche sie morgen.